Ja, liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder und wir reden jetzt mal nicht über Versicherungen, sondern über Immobilien, über Werte und zwar über Sachwerte. Und da habe ich auch einen Gesprächspartner, der eine Menge davon weiß, Herr Dan Lingenberg, Vertriebsdirektor von der Valerum Invest AG. Herzlich willkommen. Vielen Dank, schönen guten Tag. Ja, also als erstes vielleicht mal, erklären Sie doch mal genau die Valerum AG, was machen Sie im Einzelnen? Die Valerum Invest AG agiert in zwei Bereichen. Der Sachwert, das heißt die Immobilie, ist unser Zuhause. Auf der einen Seite bieten wir schon seit sehr vielen Jahren Menschen eine interessante Alternative in der Thematik Wohnimmobilie an, nämlich Denkmalschutzimmobilien. Das heißt, wir revitalisieren Denkmalschutzgebäude, machen Wohnungen daraus und bieten es Menschen für die Kapitalanlage oder auch für den Eigennutzer. Und wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen? Also jetzt sagt jemand, okay, ich möchte einen Teil meiner Altersvorsorge zum Beispiel nicht in Lebens- oder Rentenversicherungen investieren, sondern ich möchte in Sachwerte, sagt man ja immer, investieren. Wie funktioniert das? Ganz simpel, er kauft eine Wohnung, gerade in dem aktuellen Zinsniveau, auch aus der Perspektive der Finanzierung hochinteressant. Er hat bei einer Denkmalschutzimmobilie die Möglichkeit, einen nennenswerten Teil des Kaufpreises auch steuerlich geltend zu machen über einen bestimmten Zeitraum. Und es ist eine klassische Kapitalanlage mit einem Mieter in der Wohnung, mit einem Mietertrag und damit natürlich ein wichtiger Baustein für die Altersvorsorge. Aber ist das nicht sehr teuer, wenn ich etwas für meine Altersvorsorge machen muss oder möchte oder will, wie auch immer, und muss dann erstmal für, was weiß ich, 100.000 Euro mir eine Wohnung kaufen? Sie haben völlig recht, ja. Es dreht sich in der Regel immer um eine Investition im sechsstelligen Bereich. Und da wir das genauso sehen wie Sie, haben wir in diesem Jahr eine Alternative im Sachwert in der Realimmobilie hier entwickelt, in einem spannenden Thema, das weitgehend in Deutschland noch unbekannt ist. Auf Neudeutsch würde man sagen Self-Storage, aber wir können es auch Lagerflächen nennen. Das ist ein Investment, auch mit einer Grundbuchabsicherung und beginnt bereits bei 17.000 Euro. Okay, also ich kaufe dann für 17.000 Euro eine Lagerfläche oder wie ist das? Sie kaufen eine gesamte Lagereinheit, eine Self-Storage-Einheit. Wir bauen Self-Storage-Parks, wo es dann die Möglichkeit gibt, für Investoren hier einzelne Einheiten tatsächlich zu kaufen, die dann auch grundbuchlich eingetragen werden. Diese Flächen werden dann vermietet und Sie würden staunen, welche Mieterträge man dort erzielen kann. Wir bewegen uns da in der Regel per Quadratmeter in der Vermietung schon im Bereich von klassischen Wohnimmobilien. Und wie sicher ist das? Ich habe jetzt da so eine Lagerfläche oder einen Teil einer Lagerfläche, ich finde aber keinen Mieter. Was jetzt? Sie müssen gar keinen Mieter suchen. A, ist die Nachfrage grundsätzlich in Deutschland deutlich größer als das Angebot. Wir haben gerade mal ungefähr 90 bis 95 Self-Storage-Anlagen in ganz Deutschland, damit 6% in Gesamteuropa. In der Regel sind alle diese Anlagen nicht nur voll ausvermietet, sondern haben sogar Wartelisten. Aha. Also eine durchaus interessante Alternative zu dem klassischen Weg und das im Grunde genommen für jeden. Wie ist denn das Geschäftsjahr für Ihr Unternehmen bisher insgesamt gelaufen? Sind Sie zufrieden im Jahr 2015? Wir sind sehr zufrieden, auch in beiden Bereichen. In dem Thema Denkmalschutzimmobilie sowieso. Wir haben unser erfolgreichstes Jahr seit der Unternehmensgründung. Und mit dem Thema Self-Storage als Realimmobilieninvestment erfahren wir tolles Feedback im Markt. Wir vertreiben aktuell gerade an zwei Standorten solche Einheiten und haben sehr gutes Geschäft. Und diese Niedrigzinsphase, die ja nicht so toll ist für Kapitalanleger, weil sie bekommen wenig für ihr Geld, ist aber umso besser für diejenigen, die kaufen wollen, sprich finanzieren wollen. Das spielt ihnen wahrscheinlich in die Karten, vermute ich mal. Ja, Sie haben völlig recht. Auch die Zinsen helfen immer bei der Realimmobilieninvestition. Aber es ist nicht der alleinige Fokus. Ein Investment muss sich aus dem Ertrag heraus, aus der Nachfrage, gesund tragen. Wenn ich über eine Finanzierung das Ganze noch optimieren kann, ist es gut. Aber selbst bei 100% Eigenkapital, insbesondere bei der Self-Storage-Investition, macht es großen Sinn. Bieten Sie das im Paket an? Also der Interessent, der jetzt eine solche Immobilie erwirbt, kriegt er die Finanzierung von Ihnen gleich mit dazu oder muss er sich da selber drum kümmern? Wir haben ein Standardangebot. In der Regel empfehlen wir aber dazu immer auch noch selber eine Alternative zu suchen. Es ist eine sehr individuelle Fragestellung, es gegebenenfalls auch mit seiner Hausbank zu machen, kann gute Gründe haben. Aber es gibt auch 3, 4 große Player am Markt, die spezialisiert sind im Thema Hypothekenfinanzierung. Und da empfehlen wir immer das Gespräch. Eine durchaus interessante Alternative im Bereich der Immobilien, sprich Sachwerte. Besten Dank, Herr Lingenberg, für Ihre Ausführungen. Sehr gerne. Lieber Zuschauer, wir sehen uns gleich wieder mit dem nächsten Interview. Bleiben Sie also dran. Bis gleich. Tschüss.